drüben ist mein bester Freund, Karl-Heinz Hoffmann-Hansen vom Buchladen. Ich muss sagen, als ich politisch angefangen als Jugendliche zu arbeiten, waren meine Eltern, die reisten jedes Jahr fast nach Türkei, die hatten Angst, dass was passiert. Deswegen, die haben mich immer verhindert, dass ich politisch aktiv werde. Mit Post, Telefonie und so Sachen. Dann habe ich den Karl-Heinz kennengelernt und dann, das war mein zweiter Wohnsitz, der Buchladen. Und da durfte ich telefonieren, kopieren und da hat er meine Post entgegengenommen. Und ohne Karl-Heinz hätte ich alles, was ich bis jetzt rausgebracht habe und geschafft habe, hätte ich nicht schaffen können. Und da hat er mir dadurch auch wie ein Sohn gefördert. Bevor ich den Namen auflese, bitte ich um allen Damen und Herren eine Schweigeminute für den Opfer der NS-Herrschaft. Und das ist Jürg Wilhelm Gronau, KPD, Strammer Christoph Clemens Gronau, KPD, Wiking Frieda Emma Gronau, KPD, Jocha Anna Epe, KPD, Josefine Koffer Epe, KPD, die waren beide Geschwister, Josefine Wiedener, Gronau, KPD, Georg Johann Fischer, Gronau, KPD, Anne Enne Fischer, Gronau, KPD, Wilhelm Erhard Feinkens, Gerich von der Walz, August Heinrich Finke, Jenny Kockeling, Richard Tapel, Jenkow Rudolf, Senior Rudolf Steffens, Rudi Steffens, Vater und Sohn, Heinrich Schmitz, der war im Stadtrat, nach dem Krieg auch, vorher auch, Bernhard Knissmann, Volker Knissmann, beide im Zuchthaus, im KZ gelandet, die haben überlebt, Brüder, Fritz Kunkel, SPD, Albert Gutzen, SPD, Karl Domke, KPD, Elle Domke, KPD, Grete Kuspa, KPD, Max Kuspa, Gronau, der hatte keine Zugehörigkeit zu den Parteien, der war auch im Zuchthaus, Ernst Taverland, Ipe, Elisabeth Römer. Frieda Singer, Gronau, Johanna Brause, Karl Janusz. Die Namen, die ich hier vorgelesen habe, sind außer zwei in KPD gewesen und gleichzeitig auch im Widerstand, aktiven Widerstand waren die. Und warum ich die Namen gelesen habe, erstmal, teils habe ich auch Stolpersteine machen lassen und teils die Stolpersteine bekommen habe, habe ich die Biografien geschrieben. Und ich habe eine Sache in dem ganzen Herz, was ich loswerden möchte, was um jeden den veranlasst zu machen. Circa vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren war das, im Rathaus hier in Gronau, waren Aufstellungen über NS-Zeit, Terror. Und da habe ich genau geguckt, so intensiv, weil mich interessiert. Ich habe echt geguckt, ob jemand vom Widerstand in Gronau dabei ist. Ne? Und dann entgegen kam mir ein
gut Bekannter von mir, er ist mediaaktiver Mensch, der sagte zu mir: Herr Aydin, Sie brauchen nicht weiter gucken und forschen. In Gronau hat es kein KPD-Widerstand gegen Kämpfer gegeben. Das hat mir so weh, weil ich wusste vorher, weil ich lange Jahre DKP-Kassierer war und Mitglied, bin auch da aufgewachsen in DKP. Und ich wusste, dass wir Widerstandskämpfer hatten. Und das war auch der Anlass, dass ich da geforscht habe. Und zweiter Anlass, ich bin gebürtiger Kurde und meine Eltern sind Gastarbeiter. Die waren beschäftigt bei einer Marktfabrik. Und wir sind auch sozusagen auch geflüchtet. Wir sind auch wegen Glaube, Aleviten verfolgt, wegen Nationalität, weil sie Kunden verfolgt und auch politisch, weil mein Vater gewerkschaftlich auch aktiv war. Und das hat mich veranlasst, auch Leute zu ehren, die auch Widerstand geleistet haben, und dass es nach dem Krieg keiner darüber geredet hat, auch nicht geforscht hat. Da sieht man an der Liste, wie viele Personen da sind. Und ich habe auch vor, im kirchlichen Bereich gab es auch Widerstand, auch Opfer. Die werden auch von mir geforscht, die werden auch Stolpersteine bekommen. Zum Beispiel, es gab auch jemand vom Zentrumpartei, der auch im Widerstand war. Der wird auch gleich wie bei KPD-Leute Stolperstein kriegen. Deswegen, ich mache auch keinen Unterschied. Für mich wichtig, das sind alle Opfer. Ob A ist oder B ist oder C ist, spielt keine Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass man durch solche Aktionen die Menschen werden, weil unserem Wohlstand danken wir den Personen, die hier Opfer gebracht haben, muss ich ehrlich sagen. Nicht direkt, aber indirekt. Wenn die nicht dafür gekämpft haben, sein Leben gelassen, sie hätten auch gut leben können, aber die haben so Opfer gebracht. Wir müssen dankbar sein für seine Dienste uns beugen. Aus diesem Grund haben wir diese Ehrung, was wir heute euch zeigt, dass es auch wichtig ist. Ich forsche nicht nur in Gronau, sondern auch Bottrop, die ich seit 20 Jahren wohne. Die Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet war stärker als hier in Bottrop, in Gronau. Ich forsche zum 1918 Novemberrevolution und dann 1920 Kapputsch. Habe ja auch mehrere Bücher, drei Bücher rausgebracht. Und da wird auch nächstes Jahr auch zu 100 Jahren KPD auch ein Buch rausgebracht, KPD Gronau. Aber weil es leider bis jetzt wenig ist, da musste ich fast die ganze Deutschland rumkramen, jeden Archiven und Zeitungsartikel suchen, was zusammenzutragen. Leider wird es nicht so viel sein, aber trotzdem. Und da möchte ich jetzt, weil ich gerade gesagt habe, Stolperstein, die ich auch in Bottrop habe ich gelegt, in der Essen, für jüdische Rechtsanwalt mit seiner Familie. Und ich habe auch dazu sein Buch geschrieben, den möchte ich den Herrn Bürgermeister und dann den Herrn Liebhardt übergeben. Wo ist der, Herr Liebhardt? Ich möchte den übergeben für den Einsatz und mit, für die Mitgestaltung und mit der Hilfe, Unterstützung. Und, danke auch aus diesem Grund, möchte ich gerne ein kleines Geschenk, was ich geschrieben habe, jahrelang geforscht habe, will ich da als Dankeschön übergeben. Das ist auch eine gute Lösung, einen eigenen Anteil ein bisschen mit rauszuschleichen, sei ihm denn
vieles von der Dokumentation des Recherchearbeiters, die ich ganz persönlich geleistet habe. Danke. Okay. Herr Rosenbeck, der war vertreten für den Menschen, die nicht so viel Geld hatten. Der hat da umsonst da geleistet. Und nach der Nazizeit wurde in der Reichskristallnacht bei Podomnacht Büro verbrannt. Er musste in Exil. Und mit 84 Jahren ist er nach Essen gekommen, wo er geboren war. In Altesheim Bayer, da hat er gesagt, ich möchte meinen Titel wieder haben. Rechtsanwalt und Notar hat er bekommen. Der war ein Jahr in Altesheim Rechtsanwalt, dann ist er gestorben und der war im Exil in Uruguay. Ich hatte auch damals auch Kontakt zu Uruguay, die jüdische Gemeinde aufgenommen. Die haben mir auch ein paar Sachen geschickt. Ich habe die Gräber von den Angehörigen gefunden, die da gestorben sind. Ich bedanke mich für Kommen und bleibt ihr gesund und wenn ihr Lust habt, können wir ein Gespräch führen. Wenn jemand Frage hat, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Bürgermeister und Herr Lippert vom Stadtarchiv. Danke auch und an allen, die mit Interesse zugehört haben. Danke für Vera und danke für den Kollegen aus Münster Musik. Wir haben aus Nordhorn einen Gast gehabt, grüße ich auch. Danke für Kommen aus Stadthorn, haben wir Gäste gehabt aus Holland. Und an allen herzlichen Dank und guten Tag und bleibt gesund.